natürlich noch ganz knapp. So, jetzt sind also die beiden Schweizer an der Reihe, Leslie Monod und Cédric Monod. Da lief es ja heute Nachmittag, wir sagten schon bei Nathalie Krieg, nicht so gut. Drücken Sie jetzt die Daumen für die beiden aus Lausanne, dem Austragungsort der letztjährigen Europameisterschaft. Die beiden sind auch in deutscher Hand, nicht nur in Schweizer Hand. Trainiert werden sie von Heinz Wirz aus der Schweiz und von Heidemarie Walter-Steiner. Sie trainiert in Berlin und war und ist dort noch immer Paarlauf-Coach, Paarlauf-Trainer und hat auch die Paare, zum Beispiel Peggy Schwarz und Alexander König trainiert. Klassische Musik, Rigoletto. Naja, bis auf den kleinen Wackler lief alles ganz gut. Ich glaube aber, da ist Leslie mit der Hand auf dem Eis gewesen. Sie feierte ja gestern ihren 16. Geburtstag. Er ist 19 Jahre alt, also ein 18, ein Paar, das auch noch ein paar Jahre Zeit hat, um sich weiter zu verbessern. Und ideale Verhältnisse sind natürlich zwischen beiden. Sie wiegt nur 39 Kilogramm, vor allen Dingen also bei den Hebesprüngen. Da hat er es relativ leicht. Und das ist ja schon eine wichtige Voraussetzung, um im Paarlaufen zu reüssieren. Und im Vergleich zu den letzten Jahren haben sie sich wirklich stark verbessert, vor allem sprungtechnisch auch. Der Doppelachsel war bei beiden nicht sehr sicher. Sie hatten immer Probleme, er hat ihn sicher gestanden. Sie hat leicht mit der Hand touchiert. Das ist in Ordnung, sie haben viel gelernt. Auch, wie man sieht, sehr synchron. Diese Einzelpirouette nebeneinander gedreht. Auch hier eine schöne Einstellung der Paarlauf-Kombinationspirouette. Das ist auch ganz neu, habe ich noch nie so gesehen. Also lassen sich immer alles viel einfallen. Da ganz links sehen wir Heidemarie Steiner. Der rechts, der Herr, der so aussieht wie ein Pfarrer aus der Kirche, das ist also der andere Trainer, der sie über die meiste Zeit des Jahres betreut. Heidemarie Steiner kommt dann immer kurz vor internationalen Auftritten hinzu und gibt sozusagen den Feinschliff für die beiden. War gut, ne? Man hört die Berlinerin raus. Sie hat ja schon zahlreiche Paare auch zu internationalen Erfolgen geführt. Die erfolgreichsten vielleicht vor Jahren, Kerma Österreich. Und sie selbst war ja mit ihrem Ehemann Heinz-Ulrich Walter auch einmal eine Weltklasse-Läuferin.
Und hoffentlich gibt es jetzt auch ein paar Fünfernoten. Ja, ich glaube, in der B-Note wird es noch ein bisschen höher gehen. Herr Germann ist sogar ein bisschen vorsichtig. Er hätte ruhig da noch ein, zwei Zehntel mehr geben können. Aber man muss es doch immer vergleichen mit den anderen Paaren. Die meisten lagen ja deutlich darunter. Ich glaube, da hat er seine Landsleute auch ganz korrekt und gut eingeordnet. Ja, und das ist auch, glaube ich, gut zu verstehen. Lassen wir mal das britische Urteil mit der 4,6 raus. Das ist ein bisschen daneben. 5,1 ist, glaube ich, eine ganz berechtigte Note. Das ist auch etwa der Schnitt für die beiden. Schön. Platz 3 im Augenblick. Prima. Es kommen ja nur noch 4 Paare. Wenn ich sage nur, dann müssen wir allerdings das mit aller Vorsicht sagen, denn da sind natürlich noch ein paar Favoritenpärchen dabei, unter anderem auch die Briten des vergangenen Jahres, Shishkova-Naumov, auch